Hallo und somit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Freut mich riesig, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Der Hype um die neue GoPro Hero 9 Black ist derzeit groß. Natürlich auch zu Recht. GoPro hat hier ein sehr interessantes Kamerasystem für Actionaufnahmen vorgestellt. Aber gerade auch wegen diesem Hype sollte man vielleicht auch mal schauen, was es für alternative Actionkameras auf dem Markt gibt, die ebenfalls eine gute Figur machen. Und ich werde gleich nach dem Intro ein System vorstellen, welches ich in der letzten Zeit immer mehr benutzt habe. Und jetzt viel Spaß bei diesem Video. Um genauer zu sein, geht es hier um die Insta360 One Air in der Twin Edition. Warum die Twin Edition, erzähle ich euch gleich. Zunächst mal sollt ihr wissen, das ist hier kein reines Vergleichsvideo. Wir dürfen nicht vergessen, dass die GoPro Hero 9 Black erst seit einer Woche auf dem Markt ist und die Insta360 seit fast einem Jahr. Ich möchte euch einfach ein paar Punkte nennen, die aus meiner Sicht für dieses System sprechen, wo man vielleicht auch mal überlegen könnte, welche Kamera macht denn für einen überhaupt Sinn. Mit einer der größten Argumente, das ist meistens der Preis. Bei der Insta360 One Air bekommen wir gleich zwei Kameras zum Preis von einer. Ich denke mal, ihr habt es mittlerweile mitbekommen, die One Air ist eine modulare Actionkamera. Es liegen zwei Kameraelemente bei, die dann an das Rechenmodul und an den Akku quasi angeschlossen werden können. Zum einen das Wide-Angle-Modul, welches wie eine ganz normale Actionkamera fungiert. Wir können hier in 4K bis zu 60 FPS aufnehmen und hier brauchen sich die Aufnahmen vor anderen Actionkameras meiner Meinung nach nicht zu verstecken. Und innerhalb von wenigen Handgriffen können wir aus einer Actionkamera eine 360 Grad Actioncam machen. Und das ist natürlich etwas, was es so auf dem Markt nicht gibt. Und dann genießt man einfach alle Vorzüge, die solch eine 360 Grad Kamera mit sich bringt. Vor allem auch für kreative Aufnahmen, für Instagram, TikTok und für das ein oder andere YouTube Video, weil man kann aus den 360 Grad Aufnahmen auch normale Videos in Full HD dann exportieren. Das Coole hier, wenn man einen Selfie-Stick nutzt, dieser verschwindet in der Stitching-Linie und es sieht so aus, als würde man mit einer Drohne und nicht mit einer Actionkamera filmen. Ich habe ja den Preis angesprochen, 458 Euro kostet diese Twin Edition mit beiden Modulen. Wenn man die ähnliche Hardware, sage ich jetzt mal, bei GoPro kaufen würde, das wäre dann die Hero 9 Black plus die GoPro Max und da liegt man direkt schon bei 950 Euro. Also der Preisunterschied ist hier natürlich gewaltig. Natürlich, die GoPro ist etwas leistungsstärker, wenn man das mit dem Wide-Angle-Modul vergleicht. Wir können in 5K 30 FPS aufnehmen, aber ihr werdet es gleich merken, es gibt auch ein paar Punkte, in denen die One Air besser ist. Naja, das mit den 5K ist so eine Sache. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Insta360 One Air eine modulare Kamera ist. Und hier hat Insta360 ja auch den 1-Zoll-Mod veröffentlicht. Wenn man jetzt 287 Euro für den Mod, der übrigens mit Leica zusammen entwickelt wurde, ausgibt, dann kann man sogar in 5,3K 30 FPS aufnehmen. Also hier sogar noch ein bisschen mehr Auflösung als bei der 9er. Das ist aber noch nicht alles. Denn wie der Name schon sagt, wir haben hier dann auf einmal einen 1-Zoll-Mod großen Sensor und das ist natürlich im Vergleich zu allen GoPro-Modellen und auch vielen anderen Actionkameras brutal, so nenne ich es mal. Denn gerade da, wo Actionkameras schwächeln bei schlechten Lichtverhältnissen, da hält die One Air mit dem 1-Zoll-Mod dann länger durch. Denn der größere Sensor kann natürlich auch mehr Licht ziehen. Gut, Video ist das eine, aber ich persönlich nutze dieses System, also die One Air mit dem 1-Zoll-Mod, super gerne zum Fotografieren. Ihr seht das, es ist eine kompakte Kamera, die auch noch wasserfest ist und dank des Weitwinkels kriegen wir richtig schöne Perspektiven hin. Gerade bei Städtetrips oder auch in der Landschaft, wenn man auch mal Fotos von sich selbst aufnimmt. Und vielleicht habt ihr ja mitgezählt, 287 Euro kostet ja die 1-Zoll-Version. Und wenn man alle drei Module zusammen addiert, ist man nichtsdestotrotz günstiger als bei GoPro mit der 9er und der Max. Insta360 ist ja vergleichsweise noch nicht so lange auf dem Markt. Und ich finde, das hat den Vorteil, dass die irgendwas noch erreichen möchten. Das merkt man zum Beispiel in den Software-Updates. Wenn ich überlege, als das System rauskam, was sich in dieser Zeit bis zum Zeitpunkt jetzt getan hat. Da kommen wirklich super viele Updates, ob es jetzt die Firmware ist oder die Insta360 One Air App. Man schaltet das System ein und findet auf einmal viele neue Funktionen, die das System nochmal optimiert haben. Und genau so muss das sein. Ich sage ja nicht, dass es zum Beispiel bei GoPro oder DJI anders ist, aber man merkt einfach, dass hier ein bisschen mehr bewegt wird, wenn man das so sagen kann. Ja, man merkt es sogar in der mobilen App mit den Shotlabs hat man so viele kreative Möglichkeiten, Videos zu erstellen, die man so noch
noch nicht kannte. Und gerade für Instagram, TikTok und Co., also Social Media allgemein, kann man super lustige Sachen erstellen. Wenn ich schon über die App rede, eine weitere Sache, die ich als positiv empfinde, das ist das Reframing. Egal, ob es bei dem 360-Grad-Mod ist und den Aufnahmen, man kann innerhalb von wenigen Klicks super coole Kamerafahrten erstellen und quasi aus einer Aufnahme ganz viele, die man so mit keiner anderen Kamera hätte erstellen können. Aber auch bei der normalen Action-Kamera, bei dem Wide-Angle-Mod. Wir haben hier die Möglichkeit auszuwählen. Wenn man zum Beispiel bei anderen Action-Kamera-Herstellern im Vorfeld auswählt, Weitwinkel oder Linear, Stabilisierung an oder aus, im Grunde ist es bei der One Air egal. Wir können nachträglich in der App oder im Insta360-Studio am PC einstellen, welchen Bildausschnitt wir haben möchten. Soll eine Stabilisierung eingeschaltet sein oder nicht? Wenn wir schon über die Stabilisierung sprechen, nennt sich bei Insta360 Flow State. Meiner Meinung nach eine gute Stabilisierung, ob es jetzt bei dem Weitwinkel ist oder auch bei dem 360-Grad-Modul, alles auf einem Top-Niveau. Ich meine, ihr seht das in den Aufnahmen, diese würden nie so weich wirken, wenn das Flow State nicht weit oben mitspielen würde. Eine weitere Sache, die man Insta360 auch anrechnen kann, neben der guten Soft- und Firmware-Entwicklung, ist das Zubehör. Natürlich, wir können jedes beliebige GoPro-Zubehör an der Insta360 One Air montieren, aber Insta360 selbst war nicht faul und hat direkt zum Release sehr viel originales Zubehör vorgestellt, welches man mit der Kamera benutzen kann. Schaut mal hier zum Beispiel, das ist das duale Ladegerät, mit dem man gleichzeitig zwei Akkus aufladen kann, und man sieht einfach, es ist eine eigene Entwicklung und nichts, was man irgendwo einfach auf dem Markt eingekauft hat, und das spricht natürlich auch für den Hersteller. Nun habt ihr gesehen, dass es neben der Hero 9 Black noch ein weiteres System gibt, welches nicht ganz uninteressant ist. Klar, hier und da hat GoPro vielleicht, wenn man die technischen Daten vergleicht, die Nase vorne. Aber nicht vergessen, dass wir bei der Insta360 jederzeit upgraden können. Man muss für sich selbst herausfinden, welches System einen eher anspricht. Preis-leistungstechnisch gesehen ist hier die Insta360 One Air klar im Vorteil. Wir haben eine gute Action-Kamera mit dem Wide-Angle-Mod, 4K 60 FPS, eine Top-Stabilisierung. Und wenn wir möchten, mit dem 360-Grad-Mod können wir auch noch eine 360-Grad-Action-Kamera draus machen. Ich kann nur meine Videos zu dem System machen, damit ihr eine bessere Entscheidung letzten Endes für euch selbst nach euren Bedürfnissen treffen könnt. Und falls ihr euch jetzt aber zum Beispiel für die Insta360 One Air entscheidet, unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link platziert. Wenn ihr über diesen Link kauft, erhaltet ihr einen extra Akku und einen Selfie-Stick. Mit diesen Worten, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wer weiß, was noch Kreatives von Insta360 auf den Markt kommen wird in naher Zukunft. Die probieren gerne ja was aus. Das feiere ich sehr. Und es gibt ja auch noch ein paar Zubehörteile für die Hero 9 Black, die ich hier demnächst vorstellen werde. Also, bis dann. Ciao.